Laut eines Sprichworts sind Meister bekanntlich noch nicht vom Himmel gefallen. So waren wir alle mal Anfänger und haben Fehler in Pokémon gemacht. Welche Fehler Anfängertrainer machen, zeige ich euch in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Nummer 1. Nicht nur neue Pokémon werden in einer neuen Generation eingeführt, sondern auch neue Pokémon-Attacken. Mittlerweile gibt es natürlich eine Vielzahl an sinnvollen Attackenkombinationen, die man wirklich spielen kann. Um aber eine Attackenkombination wirklich sinnvoll spielen zu können, wird man meistens eine Statusattacke brauchen. Interessanterweise setzen viele Anfängertrainer aber gar keine oder kaum Statusattacken ein. Gerade in den ersten Pokémon-Spielen ist dies generell ein großes Problem, da es dort noch keine Attackenbeschreibungen gab. Es scheint daher für einen Anfänger etwas irritierend zu sein, wenn beispielsweise durch einen Kreideschrei die Verteidigung des Gegners um 2 Stufen sinkt, man aber gar nicht weiß, was das bewirkt. Ein Anfänger sieht halt, okay, Tackle zieht irgendwas ab, also bleibe ich bei Tackle und anderen ähnlichen Attacken, die irgendwie Schaden zufügen. Man kann aber durchaus sagen, je neuer die Spiele sind, desto weniger tritt das Problem auf. Denn es wurden ausführlichere Attackenbeschreibungen eingeführt und man weiß heutzutage auch genau, was eine Verteidigungs- oder Angriffssenkung genau im Detail bewirkt. Seit Pokémon Sonne und Mond kann man diese Statuswertveränderungen natürlich auch einsehen, wieso es heutzutage eigentlich sehr ungewöhnlich ist, dass Anfänger keine Statusattacken einsetzen. Sollte aber ein Anfänger mit einem älteren Pokémon-Spiel anfangen zu spielen, kann dies heutzutage auch noch durchaus passieren. Nummer 2. Balduin ist ja eine wahrliche Kultfigur in Pokémon Schwert und Schild geworden. Balduin verteilt viele von Kurts Bällen, die sehr, sehr selten sind, wie zum Beispiel den Köder oder den Turboball. Einen Ball wird man aber garantiert von ihm nicht bekommen, den besten aller Pokébälle sozusagen, der Meisterball. Und ja, viele Anfängertrainer tendieren dazu, den Meisterball auf ein falsches Pokémon zu werfen. Generell habe ich ja über die Frage, wann man den Meisterball werfen soll, schon mal ein Video gemacht. Ja, man kann sich darüber streiten, was der optimalste Zeitpunkt wäre, diesen Ball wirklich zu verwenden. Aber für einen Radfratz oder einen Tentacher, warum sollte man diesen Ball wirklich dort nehmen? Auch wenn viele sagen, dass es zwingend ein legendäres Pokémon sein soll, so finde ich nicht unbedingt, dass das der Fall sein muss. Aber trotzdem ist das immer noch besser, den Meisterball auf ein legendäres Pokémon einzusetzen, als ihn irgendwie random für ein sehr schlechtes wildes Pokémon zu verwenden. Warum Anfängertrainer dies überhaupt machen, keine Ahnung. Aber vielleicht ja auch aus optischen Gründen wie bei einem Pokéball auch. Ganz ehrlich, nachvollziehen kann ich's aber dennoch nicht. Nummer 3. Kommen wir nun zu einer Sache, die mich persönlich betroffen hatte, als ich noch klein und dumm war sozusagen. Stell dir einfach vor, du gehst in ein Pokémon Center und hörst zum allerersten Mal, wenn du vollkommen ein Anfänger bist, dass du ein Pokémon mit einer Krankheit dabei hast. Ich hatte Angst, dass sich meine anderen Teammitglieder bei diesem Pokémon anstecken, was ja nicht ganz unbegründet ist, wenn man den Pokerus hat. Aber ich solle mir keine Sorgen machen, hat Professor Lind gesagt. Naja, so ganz stimmt das nicht, denn bei dem Pokerus habe ich ein neues Spiel begonnen. Der Pokerus an sich ist eine sehr gute Sache, aber deutlich schwieriger zu bekommen als ein Shiny-Pokémon. Man bekommt mehr Erfahrungspunkte und auch die Fleißpunkte steigen, wenn man ein wildes Pokémon oder ein Pokémon eines Trainers besiegt. Der Pokerus ist also keine schlechte Sache, nur gerät man halt schnell in Panik, weil Professor Lind sich damals ungemein undeutlich ausgedrückt hatte. Selbst heute ist es immer noch ein bisschen schwierig zu deuten, was der Pokerus genau macht, ohne dass man es nachliest. Auch wenn dies ein eher seltenes Szenario ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dem einen oder anderen sicherlich genauso ergangen ist wie mir. Nummer 4. Jeder Spieler kennt und liebt sie mittlerweile, Shiny-Pokémon. Wenn man aber zum ersten Mal ein Shiny-Pokémon sieht, ist man ziemlich irritiert. Man denkt sich vielleicht sogar, dass es sich hier um einen Bug handeln könnte oder erachtet das Pokémon als nicht wirklich besonders. Es wird dem ein oder anderen Anfängertrainer sicherlich schon passiert sein, dass er vor einem Shiny geflüchtet ist oder es schlichtweg besiegt hat.
Vielleicht sehen sich die Pokémon auch recht ähnlich und man erkennt keinen Unterschied im ersten Moment, was dazu führt, dass man es schlichtweg einfach besiegt. Shiny-Pokémon haben natürlich auch eine spezielle Animation, passt man aber in dem Moment schlichtweg einfach nicht auf oder ist abgelenkt, dann wird man diese nicht mehr sehen können. Und so wird es dem ein oder anderen Anfänger schon passiert sein, dass er vor einem Shiny-Pokémon geflüchtet ist oder es besiegt hat. Wenn ein Veteran natürlich von der Sache hört, dann wird er ziemlich heftig den Kopf schütteln. Und ich bin mir sicher, ein zweites Mal passiert das demjenigen nicht mehr. Nummer 5. Man findet ein Pokémon sehr cool und möchte das natürlich so stark werden lassen, wie es nur möglich ist. Um möglichst viele Pokémon sehr effektiv zu treffen, nimmt man eine Vielfalt an Attacken, die natürlich verschiedene Typen innehat. Manche Anfänger verstehen das nicht unbedingt und werden nur Typen nehmen, die zum jeweiligen Typ des Pokémon passen. Der Fehler ist mir übrigens selbst damals bei meinem Tornupto unterlaufen. Im Endeffekt beherrschte es meistens Flammenwurf, Flammenrad, Sternschauer und Glut, was jetzt natürlich nicht die optimale Attackenkombination für ein Tornupto der zweiten Generation ist. Ich habe mir damals einfach gedacht, Feuerattacken für ein Feuer-Pokémon beizubringen scheint mir logisch, warum soll ich ihm also Attacken beibringen, die einen anderen Typ innehaben? Ich hatte wohl auch Probleme damit, dass ich nicht so verstanden habe, was die TMs im Allgemeinen bringen. Und ehrlich gesagt habe ich am Anfang auch nicht unbedingt auf die Typen geachtet, sondern eher wie die Attacken aussehen und ob ich sie cool finde oder nicht. Den Fehler habe ich damals übrigens nicht nur bei einem, sondern mehreren Spielständen gemacht. Vielleicht hätte ich ein oder zweimal mehr darüber nachdenken sollen, meinem Tornupto auch mal eine Bodenattacke beibringen zu lassen. Nummer 6. Dieser Punkt, würde ich schon fast behaupten, ist ein Fehler, der nicht nur Anfänger machen, sondern auch Veteranen unter uns. In einem dichten Nebelfeld gehüllt hält sich dieser Aberglaube sehr stark und wird immer noch angewandt. Es geht darum, eine bestimmte Tastenkombination für das Fangen von Pokémon zu drücken. Man hat schon mehrere Versuche und so weiter gemacht, um zu sehen, ob da wirklich was dran ist. Denn viele sind hingegangen, als sie das Pokémon fangen wollten, haben zum Beispiel A und nach unten gedrückt, dass sozusagen das Pokémon im Ball drin bleiben soll. Mittlerweile ist aber auch ein Großteil des Codes bekannt und so weiß man, dass eine Tastenkombination rein gar nichts für das Fangen bringt. Im Großteil glaube ich, dass es an der Unwissenheit der Spieler schlichtweg liegt. Denn nirgendwo wird einem eine Tastenkombination verraten, die irgendwie einen Vorteil für das Fangen eines bestimmten Pokémon bringt. Und falls ihr es noch immer macht und A und nach unten drückt, macht es einfach trotzdem. Bringen wird es euch aber trotzdem nichts. Nummer 7. Auch bei diesem Punkt sage ich gleich vorweg, es ist ein Fehler, der uns jedem passieren kann. Allerdings ist es auch so, dass in der neuesten Generation Pokémon Schwert und Schild der Fehler wohl am seltensten passieren wird. Der Grund dafür ist, dass es eine sogenannte Autospeichern-Funktion gibt und es deswegen eher seltener vorkommt, dass ein Anfänger vergisst zu speichern. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid vollkommener Anfänger, habt 4 Städte bereist, 3 Orden gewonnen und auf einmal sagt so eure Mutter, nö, du darfst jetzt nicht weiterspielen und ihr schaltet das System einfach aus. Bloß dumm nur, dass ihr leider in diesem Moment nicht gespeichert habt und somit der ganze Fortschritt verloren ist. Natürlich muss es nicht unbedingt dieses Szenario sein, sondern es kann zum Beispiel auch vorkommen, dass man vor einem legendären Pokémon vergisst zu speichern. Wenn man dann bei einem legendären Pokémon, was besiegt wird, aus- und wieder einschalten möchte und der Spielfortschritt schon relativ groß war, kann man sich das Ärgernis durchaus vorstellen. Regel Nummer 1 jedes Abenteuers, vergiss nicht, dein Spiel regelmäßig zu speichern. Ehrlich, diesen ersten Ratschlag sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen. Nummer 8. Wir waren ja gerade bei den legendären Pokémon, also bleiben wir dort. Legendäre Pokémon sind meistens in der Lage, besonders viele Attacken zu lernen. Darunter fallen natürlich nicht nur die Level-Up-Attacken, sondern auch TM und in älteren Spielen VM-Attacken. Gerade letztere Attackentypen einem legendären Pokémon beizubringen, ist ein Big No-No. Ich kenne wirklich ganz viele aus meinem alten Freundeskreis, die haben ihrem Latios Fliegen, Taucher und Surfer beigebracht. Und ganz ehrlich, auch wenn es im ersten Moment sehr praktisch erscheint, so ist es im zweiten Moment eigentlich ziemlich dumm.
Ich meine, klar kann man mittlerweile die Attacken auch verlernen, was schon seit der zweiten Generation möglich ist. Aber dennoch, man sollte wirklich sich Gedanken machen, ein anderes Pokémon einzufangen, wie zum Beispiel Geradax, das einen sehr großen VM-Movepool lernen kann. Ich gestehe, ja, man kann diesen Fehler sehr leicht wieder korrigieren, aber ist es eine gute Idee, legendären Pokémon generell VM-Attacken beizubringen? Auf gar keinen Fall. Nummer 9. Hier muss man sagen, ja, man kann das Spiel so durchspielen, wie ich es jetzt gleich sagen werde, aber nein, man sollte es definitiv so nicht tun. Der Grund dafür ist so simpel wie einfach, denn der Großteil des Spielspaßes geht dadurch verloren. Man sollte alle 6 Teamslots im Team auch wirklich nutzen und auf gar keinen Fall nur das Starter-Pokémon verwenden. Kann man das Spiel mit einem Pokémon durchspielen? Ja, es gibt unzählige Videos mittlerweile, wo irgendwelche Pokémon verwendet werden, um ein bestimmtes Spiel durchzuspielen. Gewollt ist das aber tatsächlich in keinem Fall. Man soll wirklich die 6 Teamslots, die auch einem zur Verfügung stehen, für das aktive Training nutzen. Vielleicht erscheinen deswegen für viele die älteren Spiele so einfach, weil sie einfach nur 2 bis 3 Pokémon trainiert haben und das war's. Auch ich gestehe, dass ich meistens nur 4 Pokémon in den älteren Spielen trainiert habe, weil die 2 anderen Slots für VM-Pokémon draufgegangen sind, weil ich ehrlich gesagt auch nicht immer die Lust hatte, für Surfer oder Fliegen extra auf die PC-Box zugreifen zu müssen. Aber abgesehen davon finde ich schon, dass gerade Anfängertrainer dazu tendieren, nur das erste Pokémon zu benutzen. Vielleicht auch bei den älteren Spielen aus Unwissenheit, wie man das erste Pokémon gegen das zweite Pokémon tauscht. Nummer 10. Der folgende Punkt ist auch eher ein Fehler, der bei Anfängertrainern passiert, die sehr unachtsam sind und generell auch eher in älteren Spielen. Stellt euch mal vor, ihr habt keine Ahnung, wie es weitergeht im Spiel. In älteren Spielen wie Gold, Silber oder Kristall kann dies durchaus sehr schnell passieren. Beispielsweise werdet ihr in Gold, Silber und Kristall nach dem 7. Orden angerufen und Professor Linz sagt euch, ja, es gibt seltsame Radiosignale, irgendwie stimmt irgendwas nicht im Radioturm, kannst du mal sozusagen nachsehen. Skippt man die Texte aber sehr gerne weg, so wie ich das damals gemacht habe, dann hat man ein kleines, aber dezentes Problem. Man kann zwar nach Emerald City aufbrechen, dort wird man zwar Sandra nicht antreffen können, weil der Weg zur Arena versperrt wird, aber man kann das gesamte Areal erkunden. Man kann auch in den Kesselberg gehen oder man kann beispielsweise auch nach Kanto aufbrechen, bloß wird man dort an den Tojo-Fällen scheitern. Nur das ist genau das Problem. All diese Möglichkeiten sind zwar schön und gut, bringen euch vielleicht Items ein oder bestimmte Pokémon, aber weiterbringen tun euch all diese Möglichkeiten nicht. Und gerade einem Anfänger kann es extrem schnell passieren, dass er eine sehr wichtige Info irgendwie unterschlägt oder nicht mitbekommt. Also liebe Anfänger, wenn ihr ein neues Pokémon-Spiel spielt, lest euch auf jeden Fall alles wirklich genau durch. Ganz ehrlich, ich weiß, es ist anstrengend, sich das Ganze durchzulesen. Aber auf jeden Fall ist es die gesamte Mühe wert. Wie am Ende jedes Videos ist natürlich auch hier eure Meinung gefragt. Welche Fehler machen Anfänger eurer Meinung nach noch in Pokémon? Schreibt eure Ansichten in die Kommentare, ich bin wie immer sehr gespannt drauf. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, liken und hypen nicht vergessen, damit ihr meinen Kanal unterstützt. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Doch wie immer verabschiede ich mich hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.